Hallo und herzlich willkommen zur Neuauflage der Folge über die Hochlandrinder. Im Hintergrund könnt ihr ja schon eine schöne große Herde des Hochlandrindes erkennen. Die Tiere sind absolut urwüchsig und ich liebe es, über solche wirklich alten Rassen zu berichten. Friedlich grast diese Herde von Hochlandrindern auf ihrer Weide in den Bergen. Hochlandrinder haben fast immer das Glück, dass sie in der nachhaltigen Fleischproduktion eingesetzt werden. Für die Massentierhaltung taugen sie nicht wegen ihrer geringen Größe, der späten Reife und natürlich den langen Hörnern und dem zotteligen Fell. Hochlandrinder sind heute Kult und ein bisschen das Aushängeschild für die Produktion von Fleisch, bei dem nicht nur der Ertrag im Vordergrund steht. Wenn man so eine Herde Hochlandrinder betrachtet, dann könnte man den Eindruck bekommen, es handle sich um eine uralte Rasse, die sich über die Jahrtausende hinweg nicht verändert hat. Das stimmt so aber nicht ganz. Tatsächlich sind die Hochlandrinder von uralter Herkunft, aber unverändert blieben sie im Laufe der Zeit nicht. Noch im 19. Jahrhundert sahen viele Herden ganz anders aus. Darum möchte ich euch jetzt als erstes mal ein paar alte Gemälde zeigen. Das erste Bild zeigt eine Herde um 1860 herum und da sieht man schon ganz gut, die Hörner waren noch bei weitem nicht so lange wie heute und es gibt eine ungemein große Farbenvielfalt. Fast 30 Jahre später entstand dieses Gemälde. Es zeigt Tiere, die schon deutlich längere Hörner haben und die drei Farben, die man auch heute noch bei der Rasse am häufigsten findet: Schwarz, Weiß und Rot. Was war also geschehen? Die Tierzucht war auf den britischen Inseln im 19. Jahrhundert schon sehr fortschrittlich. Viele alte Rassen wurden damals züchterisch einem Zuchtziel angepasst und genau das ist eben auch beim Hochlandrind passiert. Zu Beginn des 19. Jahrhunderts war die Rasse noch sehr variabel und die einzelnen Herden hatten recht unterschiedliche Merkmale. Zum Ende des 19. Jahrhunderts hin hatte man dann schon einen ziemlich einheitlichen Typ. Die Hornlänge wurde angeblich durch Einkreuzungen von Old British Longhorns verbessert. Schauen wir uns jetzt mal genauer an, welche Farbschläge man heute beim schottischen Hochlandrind noch regelmäßig antrifft. Ich beginne natürlich mit Rot, weil Rot einfach die bedeutsamste Farbe ist. Hochlandrinder werden heute in vielen Ländern der Welt gezüchtet, aber fast überall ist Rot eindeutig vorherrschend und viele Herden bestehen sogar ausschließlich aus roten Tieren. Rote Hochlandrinder werden im Sommer oft durch die Sonneneinstrahlung deutlich heller und können dann leicht mit anderen Farbschlägen verwechselt werden. Das sieht man jetzt an diesen Kälbern recht gut. Der zweithäufigste Farbschlag ist dann Schwarz. Als das Hochlandrind noch nicht so einheitlich durchgezüchtet war und man noch verschiedene Schläge unterscheiden konnte, gab es Herden, die ausschließlich aus schwarzen Tieren bestanden. Besonders häufig fand man solche auf Inseln, die Schottland vorgelagert sind. Hier könnt ihr jetzt in der Mitte schon den nächsten Farbschlag erkennen. Ich nenne ihn hier Weiß, weil man im Deutschen oft Weiß dazu sagt. International heißt der Farbschlag aber Silver Dun. Es handelt sich auch nicht um wirklich weiße Tiere oder gar Albinos, sondern einfach nur um stark aufgehellte Tiere. In der Pferdezucht würde man so eine Farbgebung vermutlich als Cremello bezeichnen, bei anderen Tieren auch als Isabelle. Der vierte Farbschlag, den ich euch näher vorstellen möchte, ist bei Rindern weltweit ausgesprochen selten. Brindle, im Deutschen auch als gestromt bezeichnet, findet sich neben dem Hochlandrind zum Beispiel nur noch bei dem isländischen Rind und bei wenigen anderen Rassen. Brindle ist darum so markant, weil es wie eine Streifung zwischen helleren und dunkleren Farbzonen aussieht. An dieser Kuh auch im Gesichtsbereich gut zu erkennen. Was man im Deutschen oft als blond oder gold bezeichnet, ist offiziell eigentlich der Farbschlag gelb. Auch im Englischen nennt man solche Hochlandrinder yellow. Ein paar weitere Farbvarianten gäbe es noch, die man gelegentlich antrifft, zum Beispiel grau. Bei mir geht es jetzt aber weiter mit rassetypischen Verhaltensweisen.
Hochlandrinder gelten vom Verhalten her oft als sehr friedfertig und menschenbezogen, aber man sollte sich nicht dazu verleiten lassen zu glauben, dass sie ungefährlich sind. Ich persönlich bin ja mit Rinderhaltung groß geworden und kann ungefähr einschätzen, wann Gefahr droht, aber anderen würde ich nicht unbedingt empfehlen, sich gerade in die Nähe des Stiers zu legen. Die Hochlandrinder können ganz schön temperamentvoll werden, wenn sie gerade der Teufel reitet, wie man so schön sagt. Ich zeige euch jetzt mal ein paar Momente, in denen ich froh war, dass ich einen gewissen Sicherheitsabstand zu den Tieren beim Filmen hatte. Dass die Hochlandrinder ja sehr geländegängig sind, ist bekannt, aber was wirklich in ihnen steckt, hat mir zum Beispiel einmal ein Kalb gezeigt, das vor lauter Übermut die älteren Tiere zum Spielen animieren wollte. Das hat es dann auch geschafft und daraus wurde eine wilde Verfolgungsjagd den Hang hinunter. Zugegangen ist es damals fast wie auf dem Rodeo. Die ganze Herde hat sich dann dazu animieren lassen, den Hang hinunter zu rennen und auch die älteren Tiere haben da noch ganz schöne Trittsicherheit bewiesen. Aber natürlich beruhigen sich die Hochlandrinder dann auch irgendwann und dann zeigen sie sich häufig von ihrer sehr sozialen Seite. Wenn man Hausrinder halb wild hält und sie quasi wieder ein Stück weit verwildern lässt, so wie es bei diesen Hochlandrindern im Almsommer ja der Fall ist, dann werden nicht nur die wilden Verhaltensweisen und die aggressiven Verhaltensweisen verstärkt, sondern auch die soziale Bindung der Herde wächst. Und viele Sozialverhaltensweisen kommen wieder stärker zum Ausdruck als bei Rindern in Stallhaltung. Der Stier hier hat zum Beispiel eine eindeutige Lieblingskuh, er weidet immer an ihrer Seite, putzt sie und bemüht sich sehr darum, dass sie ihm wohlgesonnen ist. Auch die Kälber schließen schon eindeutige Freundschaften. Und überhaupt kann man so einiges feststellen, was das Sozialverhalten anbelangt, wenn man wie ich beim Filmen so eine Herde über längere Zeiträume hinweg beobachtet. Ein sehr interessanter Teil des Rindersozialverhaltens sind natürlich auch die Mutterinstinkte, darum geht es jetzt mit dem Nachwuchs bei mir weiter. Die flauschigen Hochlandkälber sehen absolut putzig aus, fast wie Daddybären, aber sie sind erstaunlich robust und das schon vom ersten Tag an. Die Hochlandmutterkühe gelten als sehr sicher in der Führung des Kalbes, sind verlässliche Muttertiere und geben gerade genug Milch, um den Nachwuchs zu ernähren. Ein interessanter Fakt am Rande: In einigen sehr rauen Gegenden Schottlands war es früher üblich, dass die Kühe nur alle 2 Jahre ein Kalb gebären konnten. Der Energieaufwand war einfach zu groß, darum sind Hochlandrinder auch so spätreif und zugleich sehr langlebig. Die beste Haltungsform für Hochlandrinder ist ohne Zweifel die Robusthaltung. Ein windgeschützter Offenstall, der zur Not einen trockenen Unterstand bietet, reicht völlig aus. Wichtig ist, dass die Tiere sich immer auf einer größeren Fläche frei bewegen können, egal ob es Sommer oder Winter ist. Es hat sich herausgestellt, dass die Hochlandrinder sich im Alpenraum vor allem für die Almwirtschaft eignen, denn sie steigen höher hinauf als die üblichen Rinderrassen und sind ausgesprochen gute Futterverwerter im direkten Vergleich. Aufgrund des geringen Gewichtes richten die Hochlandrinder auch weniger Flurschäden an als die modernen Milchrinder. Obwohl Hochlandrinder heute eindeutig eine Fleischrasse sind, wurden sie in der Vergangenheit durchaus auch gemolken und in einzelnen Fällen werden sie das sogar heute noch, als einzelne Hauskühe auf abgelegenen Gehöften Schottlands. Um die Zukunft des schottischen Hochlandrindes mache ich mir ehrlich gesagt nur wenig Sorgen. Ich denke, dass es immer Liebhaber geben wird, die sich für diese Rasse interessieren. Ich danke allen, die bis jetzt zugeschaut haben und freue mich, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder zuschaut, wenn ich eine alte Folge von Alte Nutztierrassen neu produziere.